Herr Sicherheitsdirektor, das neue Jahr ist noch jung. Jetzt haben wir gehört, was im Jahr 2008 so alles im Land los war. Die Kriminalitätsstatistik an und für sich ist sehr erfreulich, wie Sie gesagt haben. Das heißt, es gibt einen leichten Rückgang an der Kriminalität in Vorarlberg. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen, was denn so die Erkenntnisse aus dem letzten Jahr sind. Ja, Sie haben vollkommen recht. Unsere Polizei hat im letzten Jahr hervorragend gearbeitet. Wir haben gute Statistik. Aber wir haben auch Sorgenkinder und Problemzonen. Hier, ich denke hier besonders an den Vandalismus, an die Sachbeschädigungen. Ich denke hier aber auch an die Serie von Dämmerungseinbrüche. Die sind massiv in die Höhe gegangen. Reisende Täter haben uns heimgesucht, Einfamilienhäuser, Wohnungen eingebrochen und beraubt. Und der dritte Punkt, der uns besonders belastet, ist die Jugenddelinquenz und die Delinquenz von Minderjährigen. Da gilt es anzusetzen. Da haben wir die Strategie, die Kriminalstrategie für das Jahr 2009 entsprechend eingependelt. Und das werden die drei Punkte sein, wo wir besonders arbeiten. Neben der allgemeinen kriminalistischen Arbeit gibt es noch zwei Schwerpunkte. Zum einen die Aufgaben im Verfassungsschutz, zum anderen die Problematik mit ausländischen Straftätern. Wie sieht denn hier die Situation in Vorarlberg aus? Ja, die ausländischen Straftäter sind, wenn man die Statistik anschaut, in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Wir haben rund 30% der ermittelten Straftäter sind Ausländer. Das müssen wir wieder aber genauer anschauen und stellen dann fest, dass von diesen 30% rund 15% sogenannte reisende Täter sind. Das heißt, die im Land lebenden Ausländer sind an und für sich statistisch gleich belastet wie der Vorarlberger, wie der Österreicher. Was uns ein bisschen Sorge bereitet, ist die zunehmende Delinquenz der Konventionsflüchtlinge, die hier im Land sind. Das ist schwer zu administrieren, weil solange das Asylverfahren hier geht, gibt es das Problem, dass wir schwierig, schubhaft Aufenthaltsverbot verhängen können. Da gibt es derzeit einen gesetzlichen Vorstoß, um das zu ändern. Extremismus, Terrorismus ist im Vorarlberg zum Glück kein Randthema. Wir dürfen aber hier nicht blauäugig durch die Gegend laufen. Wir haben ja derzeit rund 1100 Tschetschenen als Konventionsflüchtlinge im Land. Und wenn man die letzte Situation in Wien gesehen hat, kann uns das natürlich im Vorarlberg genauso passieren. Hier sind wir sehr wachsam.